Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jans Gear Review hier auf Amazona.de. Ich habe für euch heute die Fender American Ultra Telecaster und die Squier Affinity Telecaster im direkten Vergleich, um mal zu schauen, ob 1800 Euro Preisunterschied gerechtfertigt sind. Ja, wir haben hier die Fender Original für rund 2000 Euro und die Squier für rund 200 Euro. Und ich schaue mal, wo es herkommt und bleibt dran, bleibt gespannt. Geht los. Ja, und ich beginne direkt mit der Squier Affinity Telecaster in Butterscotch Blonde, so nennt sich die Lackierung. Das ist eine durchscheinend cremegelbliche Lackierung. Der Korpus ist aus Pappel, aus Kostengründen, denke ich. Und Pappel hat nicht so die wahnsinnig tolle Maserung und dementsprechend wurde wohl auch ein bisschen dicker die Farbe aufgetragen. Die Maserung ist kaum durchzusehen und der Lackauftrag ist auch eher ungleichmäßig. Vor allem sieht man das hier an den Zargen, da ist er wirklich sehr dick aufgetragen. Und hier sieht man jetzt ein bisschen von vorne die Holzmaserung, von hinten auch. Ist jetzt nicht der perfekte Lackjob, aber wir sind hier bei 200 Euro und deswegen drücke ich da mal alle Augen zu. Ich sage, das ist jetzt nicht so entscheidend für mich. Verarbeitung sonst ist natürlich preisbedingt nicht die allerfeinste. Zum Beispiel ist die Halstasche hier ein bisschen zu groß ausgefräst und es wackelt nicht. Das ist alles stabil, es ist in Ordnung, aber daran merkt man eben die billige China-Produktion. Die Tuner sind ein echter Schwachpunkt, das kann ich direkt sagen. Das ist im Test auch, bin ich ausführlich darauf eingegangen. Die haben einfach Spiel, das macht keinen Spaß, diese Gitarre zu stimmen. Die Gitarre war auch nicht sauber eingestellt, werkseitig, die tiefe E-Seite war nicht oktavrein eingestellt. Ansonsten ist es halt eine Telecaster. Ja, ein Holzbrett mit Saiten, zwei Single Coils mit Dreiwegschalter und das war's. Ja, Blumenregler, Tonregler, mehr brauchen wir nicht. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ding auch nach Telecaster klingt oder wie es überhaupt klingt. Halspickup, cleanes Profile auf dem Camper. Geladen ist ein Fender, ich weiß gar nicht, ein Twin Reverb, glaube ich. Einer meiner meistverwendeten Clean Sounds eigentlich. Und ich beginne beim Halspickup und ja, wir hören schon, das ist kein schlechter Sound, der ist rund, sauber. Wir haben eine gleichmäßige. Eine gleichmäßige Ansprache. Das ist jetzt eigentlich ganz angenehm. Die Seitenlage könnte ein bisschen besser sein. Ich habe es versucht, ich kriege sie nicht weiter runter. Also hier oben wird es dann schon so ein bisschen sportlicher. Muss ein bisschen mehr Kraft aufwenden und das ist natürlich immer schwierig, wenn ich Kraft aufwenden muss, dann ist die Gitarre schnell mal verstimmt, ja. Und das ist gerade bei Anfängern immer ein Problem, denke ich, die haben das mit dem Druck noch nicht so richtig raus und dann ist das Ergebnis eher frustrierend. Das gleiche gilt eben für die Mechaniken. Wenn die Gitarre nicht sauber stimmbar ist, dann ist sie für Anfänger eher frustrierend und hält vom Üben ab. Und deswegen denke ich, da könnte man ruhig ein bisschen mehr rein investieren. Gut, muss jeder selbst wissen. 200 Euro ist eine Kampfansage, muss man ganz klar sagen. Ja? Der Sound am Halspickup ist mir jetzt, also man hört es, dieses Hohle des Halspickups. Ist nicht sonderlich ausgeprägt. Das ist ein sehr, sehr runder, ausgewogener Sound, aber er ist nicht unbedingt klassisch Telecaster-Style, ja? Ich würde jetzt im direkten Vergleich mal die Schwester herholen. Das ist die Telecaster von Fender, American Ultra, mit Noiseless Pickups und ein bisschen Schnickschnack, da kommen wir gleich noch zu. Und man hört sofort, ne, das ist der. Das
das, der Unterschied. Das ist dieser hohle Pickup-Sound, den ich da haben will. Das gefällt mir gut, das, ne? Im Vergleich dazu, aber es sind auch 1.800 Euro dazwischen, das darf man eben nicht vergessen. Das ist aber jetzt, ist auch ein bisschen fies, die beiden direkt zu vergleichen, aber ich wollte jetzt wirklich gucken, was kriege ich für Möglichkeiten geboten, wenn ich in den Laden bin und sage, ich brauche eine Telecaster. Und klar, es ist ein Unterschied, ob ich mit einer 200 Euro Gitarre nach Hause gehe oder mit einer 2.000 Euro Gitarre, da müssen wir gar nicht drüber reden. Mittelposition. Schauen wir, was passiert. Auch da fehlt mir so ein bisschen dieses Teletypische, wenn man jetzt den Stick-Pickup dazu schaltet, kommt man normalerweise so ein bisschen diesen nasaligen, nasalen Ton, diesen kehligen. Der ist so im Ansatz da. Aber es ist tatsächlich im Vergleich zur Teufelschwester nicht sehr ausgeprägt. Ja? Auch da würde ich den direkten Vergleich wagen zur Fender Telecaster American Ultra, um es nochmal gesagt zu haben. Entschuldigung für dieses Geräusch. Mittelstellung. Ja, viel mehr, viel höhenreicher, viel straffer im Bass. Ja, und diese Fender Telecaster hat jetzt auch im Vergleich zur Squier noch eine Soundoption hier in der Mitte. Mittelstellung, beide Tonabnehmer. Durch Schalten des Volumenreglers ist ein Druckschalter eingebaut, den man übrigens kaum erkennen kann. Das ist ziemlich geil gemacht. Kann man durch Drücken eine serielle Schaltung noch hinzufügen. Und die hat deutlich mehr Wumms, mehr Eier. Viel kräftigerer, runder Sound, nochmal ohne. Wir sind Lautstärkesprung und wir haben mehr Pfund im Ton. Ist eine sehr, sehr schöne Option, die Tele echt ein bisschen erweitert und für mich ein sehr brauchbarer Sound tatsächlich. Ja, ich bin nicht der klassische Telecaster-Purist. Ich brauche dieses zwei Tonabnehmer, Kabel und Verstärker und mehr ist nicht. Eventuell noch ein Pedal dazwischen. Das ist nicht meine Welt und insofern bin ich immer auf der Suche nach vielseitigen Gitarren und das kann diese Gitarre tatsächlich sehr, sehr gut rüberbringen. Das kann ich schon mal verraten. Ich gehe nochmal auf die Squier kurz und schau mir den Steg-Pickup an. So. Steg-Pickup. Allein. Aha. Wir hören schon. Die Buchse wackelt unten ein bisschen. Da war eben kurz mal kein Ton. Gucken, was der Steg-Pickup alleine sagt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass diese Gitarre nicht so optimal eingestellt ist, ist dieser Wohlfühlfaktor, wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme, der ist nicht da. Ja, also das ist so ein bisschen schwer zu erklären. Das ist so diese Gitarre, mit der muss man ein bisschen kämpfen. Und das will ich ja gar nicht. So, ich muss mich wirklich dran gewöhnen. Das ist eine ganz andere Handhaltung, die ich in der rechten Hand habe. Das liegt unter anderem daran, dass bei dieser Gitarre die Saiten nicht durch den Korpus durchgeführt sind, sondern hinten im Blech eingehängt sind. Und dadurch, das habe ich im Testbericht auch gezeigt, nochmal per Foto, ist die Position der Saitenreiter hinten eine ganz andere als bei der Fender. Und das ist für mich direkt ein ungewohntes Gefühl hier hinten mit der rechten Hand und ich muss mich wirklich dran gewöhnen, ich muss mich darauf einspielen. Ja? Ansonsten auch hier ein
straffer, deutlich höhenreicherer Sound als vorne. Ja, der klingt so ein bisschen wie, als ob man noch ein Kissen vom Verstärker liegen hätte. Hinten ist sie deutlich, wirklich deutlich klarer. Und klingt für meinen Geschmack amtlich. Ja? Das ist nicht verkehrt. Wir schauen mal, was passiert, wenn man ein bisschen in die Zerre geht. Ja. Ich habe das Profile eines Morgan AC20 geladen. Hals-Pickup. Auch da hört man wieder, da fehlen jetzt die Höhen. Ja, das ist, was man im Clean Sound eben schon bemerkt hat. Das leicht Mumpfige, das setzt sich jetzt hier fort. Es beginnt tatsächlich ein bisschen mehr zu leben als beim Clean Sound. Das ist schon ein Unterschied. Zwischenposition. Ja, dann macht es eine ganz gute Figur. Und hinten. Finde ich jetzt okay, den Sound. Ja? Also für eine 200-Euro-Gitarre finde ich das wieder ganz gut, was da rauskommt. Bisschen mehr Gain. Nebengeräuschmäßig übrigens, es ist ein Gate drin, das darf man jetzt nicht vergessen. Wenn ich das mal rausdrehe, merkt man, wir befinden uns hier im Single-Coil-Betrieb. Ja? Klar, ne? Bei Zusammenschaltung beider Tonabnehmer ist das Rauschen weg. Hinten ist es wieder da. So, ist jetzt keine großartige Verwunderung bei mir, aber mit ein bisschen Gate drin geht es durchaus noch. Das finde ich jetzt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Im High-Gain-Bereich gefällt es mir jetzt deutlich besser als im Clean. Aber was mir fehlt, ist so ein bisschen das Singen, dieser Singenton. Da geht meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt aber dann auch wieder den 200 Euro geschuldet, denke ich. Ja? So, wir gehen auf einen Lead-Sound. Ich will euch auch nicht zu lange warten lassen. Hals-Pickup, Lead-Sound, ein bisschen mehr Gain, ein bisschen Delay oben drauf. Mir ist jetzt schon die Seitenlage schon ein bisschen im Weg, ja, die etwas zu hohe, das habt ihr eben gemerkt. Bei so einem Gain-Sound hat man natürlich auch die Obertöne, die einfach durch den Amp kommen. Ja? Alles in allem gefällt mir die Gitarre im High-Gain-Bereich wirklich sehr, sehr gut. Und würde sagen, wenn diese krassen Verarbeitungsmängel nicht wären, wie oben zum Beispiel mit dem Tunern, was ich vorhin erzählt habe, und die, ja, ansonsten hier hinten die Konstruktion mit dem Steg, mit diesen Seitenreitern, also das ist für mich keine Wohlfühlgitarre, ja. Das ist, wie gesagt, für 200 Euro alles super, aber
Man muss sich überlegen, ob man als Anfänger nicht dann doch ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und sich eine doch etwas teurere Gitarre kauft, wo einfach alles passt. Ja, das ist sonst eher frustrierend. 2000 Euro haben wir aber sicherlich nicht direkt in der Hand am Anfang. Für 2000 Euro gibt es die Fender American Ultra Tele. Und die ist natürlich jetzt eine ganz andere Liga. Deswegen ist der Vergleich tatsächlich ein bisschen fies. Aber ich gehe hier auch noch mal kurz durch die Sounds. Wir haben, wir haben Noiseless Pickups. Die machen... Oh, da ist der Beagle. Guten Tag. die Noiseless Pickups machen natürlich ein bisschen weniger Krach an dieser Stelle. Ja, nimm Platz. Sehr gerne. Und also sie rauschen weniger, sie brummen weniger. Klingen aber trotzdem, wie ich finde, sehr, sehr höhenreich, sehr luftig, sehr offen. Ist überhaupt sehr schwingungsfreudig, die Gitarre. Ja, das ist eine, von der Konstruktion her ist es halt einfach sehr viel Holz, was sich da bewegt. Und ich finde, der Sound ist definitiv gut brauchbar. Wir gucken nochmal hinten nach dem... Steg-Pickup, ich wollte den Satz noch zu Ende reden, aber... Ja, das ist schon echt eine ziemlich hohe Tonkultur, die jetzt liefert. Und gucken, ob sich das so im Crunch-Bereich fortsetzt. Ja, wieder Hals-Pickup. Ja, das ist das, was ich tatsächlich mag bei der Telecaster. Der Hals-Pickup-Sound, der ist... Der ist toll. So, schauen wir mal in den, die Zwischenposition an. Da kommt der Steg-Pickup. Haben wir es bald, Herr Beagle? Ja. Kommt der Steg-Pickup dazu. Ja, das ist schon, finde ich, auch ein sehr, sehr geiler Telesound. Schön dynamisch spielbar. Schaltung. Dieser Tele-Klönk bleibt erhalten. Sound ist aber insgesamt ein bisschen dicker. Sehr schön. So, Steg-Pickup alleine, Crunch. Da sind wir jetzt tatsächlich da, wo es echt Spaß macht. Ja, das klingt für mich sehr, sehr gut. Gucken, wie es sich beim High-Gain-Rhythmus-Sound verhält. Hals-Pickup wieder. Ja, das ist dieser, der Hals-Pickup-Sound ist das, was ich liebe an dieser Gitarre. Zwischenstellung ist mir da jetzt immer ein bisschen zu,
Spitz mag ich persönlich nicht so sehr, aber da könnte eventuell die serielle Schaltung was bringen. Oh ja. Das ist dick, ja. Steg-Pickup. Das mag ich, das ist wirklich schön. Dementsprechend erwarte ich jetzt beim Lead-Sound natürlich auch einiges. Ja, ganz klar. Ne? Testsieger stand aber von vornherein fest. 2000 gegen 200 Euro ist jetzt fair, ist unfair. Es ist wirklich unfair. Aber man sieht, man kriegt für 200 Euro durchaus eine Gitarre, die ganz gut klingt, wenn man die Verarbeitungsmängel jetzt außen vor lässt. Und das ist für mich tatsächlich ein echtes No-Go, was da passiert. Das liegt wohl daran, dass da keine Endkontrolle stattfindet oder ob da überhaupt eine Kontrolle stattfindet, weiß ich nicht. Das versaut aber langfristig den Ruf, ja. Und Anfänger haben tatsächlich mit so einer Gitarre einfach nicht lange Spaß. Und da würde ich dann tatsächlich mich in einer etwas höheren Preiskategorie umgucken und vielleicht die Fehler versuchen zu vermeiden, die man hier als Anfänger dann wirklich bereut, ja. Und hier für 2000 Euro muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine. Das ist für mich die Neuzeit-Tele, ja, Telecaster in die Gegenwart projiziert und die macht einen sehr, sehr guten Job, sie ist super verarbeitet. Die Lackierung sieht, finde ich, rattenscharf aus, aber das ist natürlich Geschmackssache. Das Shaping der Gitarre ist Telecaster untypisch, aber toll, muss man ganz einfach sagen, die liegt wirklich auf dem Schoß, als wäre sie hier angewachsen. Und Locking-Mechaniken, eine perfekte Werkseinstellung, super Seitenlage. Ganz klar, wenn ich mich entscheiden müsste, logisch, würde ich die nehmen. Für Anfänger, nehmt ein bisschen mehr Geld in die Hand und lasst euch vor allem beraten. Ja, und nehmt jemanden mit, der Ahnung hat. Sonst gehen euch solche Dinger wie diese nicht so gut funktionierenden Tuner einfach durch die Lappen. Ja? Ich würde sagen, bleibt dran, bleibt sauber, haltet die Ohren sauber, haltet die Ohren steif, haltet was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder mit einem neuen Testvideo. Mal gucken, was noch so auf mich zukommt. Und bis dann.